Kann auch nicht so einfach sehen, ne? Ich mag Musik. Schreibt hat schon beim Buchmacher. Ah, okay, da komme ich rein. Ja. Cool, dann lass ich mal auch rein. Ich hasse. Okay. Dann los. Wie alt warst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, Stopp. 3, 4, 5, halt. 6, Mom. 7, 8, 10. 9, 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, das sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten. Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Hm. Jax. Hey. Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow. Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich versprech's. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Oh, die sind genauso wie ich und meine Schwester. Der ist so ein bisschen. Das letzte Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse. Und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank. Aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss eine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht. Aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Cool. Und ich darf mich jetzt hier frei bewegen? Das liebe ich ja an Spielen. Ach, nein, nein, ich will sie nicht unterbrechen. Was? Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt Sie? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Jackson Pierce.
Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch. Es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden. Du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Jetzt gibt's Ärger. Und ja, bist du ja. Ich glaube, genau so bin ich und meine Schwester. Dann wollen wir den mal ausschalten. Er will abhauen. Was? Scheiße, scheiße, scheiße. Auto haben wollen. Das ist meine größte Angst. Dass meine Familie wieder bedroht wird. Es ist eigentlich das Auto von... Nein! Ja, zumindest haben wir jetzt noch einen Speicherpunkt. Ich wusste nicht, dass ich dann direkt... Ich wollte in meinem Auto, das war ja viel schneller und so. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Ja. Da bist du ja. Wissen wir schon. Mist. Er will abhauen. Kriegt er nicht hin. Oh nein, 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 nein. Das ist meine größte Angst. Dass meine Familie wieder betroffen wird. Nein, scheiße, scheiße. Ich wollte ihn doch einkesseln und nicht rauskicken. Muss ich ihn so irgendwie ausschalten? Überholen und dann hacken am besten, glaube ich. Oder einfach durch meine Fahrkünste? Durch meine nicht vorhandenen Fahrkünste! Komm her! Dich hole ich mir! Der hat eine Waffe? Aber ich will ihn nicht töten, ich will ihn nicht töten, ich will ihn nur ausschalten. Wo ist denn dein Telefon? Halt mir die Klappe! Kann ich ja kaum glauben, dass sie mich für einen Telefonstreich bezahlen. Nikki Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Ah, aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Nein, nein! Krass! Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nikki zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Ich glaub's nicht. Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauch die CTOS-Hex. Ja, ich bin noch dran. Die überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich.
Also, das hätte ich ja nicht gedacht, dass da einfach Leute engagiert werden. Selbstjustizintervention. Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben gerne ein Taxi. Ich bin bereit. Ist ein bisschen blöd hier gerade. Wer ist nicht hier jemanden das Auto klauen? Ach, ich nehme einfach mein kaputtes. Ich bin ja lieber. Irgendwie alles kaputt. Ich war nur auf der Felge, aber scheißegal. Ey! Nee, ich möchte jetzt nichts mit Verbrechen und so. Cool! Gott, ist das geil! Drollolol. So, dann fahren wir erstmal in die Richtung. Ich nehme das mit denen, das fährt sich besser zurück. Jetzt auch noch im Regen. Hui! Die Fahrt war alle in Ordnung fallen. Geht eigentlich mit der Fahrweise, ne? Krass, Alter. Aber was ich da machen kann? Dann fällt es nicht auf, dass mein Auto, also dann getarnt, weißt du? Gitarren und so. Ach so, ich muss natürlich meinen Profiler wieder aktivieren. Muss das denn sein? Ich kann hier niemanden hacken. Na dann muss ich das hier mal freischalten. Dazu gehe ich mal auf die Karte. Das ist dann unsere erste Freischaltmission, wenn ich das richtig sehe. Oder haben wir das letzte Mal schon... Ne, wir haben das letzte Mal schon hier die Region freigeschalten, oder? Keine Ahnung. Oder ich wollte das freischalten und hab's nicht. Wo ist hier der Turm? Kampagne. Ich würde gern. Sehenswürdigkeit. Was ist das? Ist ja lustig. Geschäft. Hier muss es doch einen Turm geben. Muss ich dann echt erst das hier freischalten? Jo, dann muss ich wohl nochmal zurück, weil ich will jetzt eigentlich schon gern, und hier ist ja auch noch nichts freigeschaltet und alles. Das ist ja hier, da ist mein Versteck. Dann nehmen wir heute mal noch Gott, so spät. Nehmen wir heute mal noch die Teile auseinander. Und dann mache ich ja wirklich aus. Wirklich. Müsste noch mal die Folgen reichen eigentlich. Dann nehmen wir jetzt noch die Folge. Die Teile auseinander. Dazu brauche ich ein Auto. Autos kann ich da aber hoffentlich hacken. Nehmen wir ein hübsches Auto, das möglichst parkt. Der steht hier und parkt nicht. Gibt es auch parkende Autos? Ist gerade Abend, ne? Oder ich könnte natürlich auch einfach... Klar. Ich könnte... navigieren. Ja, funktioniert. Fortschritt. Ich will gern Auto auf Abruf. Genau. Dafür auch noch nicht das Geld. Und das ist kostenlos. Auch kostenlos. Müllwagen. Sport. Sport sagt mir eher zu. Budget. Ja, nehme ich den. Okay, er ist bereit, wenn du es bist. Die da steht auch. Dann nehme ich mal mein Auto auf Abruf. Ja, hier stehen ja auch ein paar Autos, ne?
Hätte bloß noch in die nächste Ecke gehen müssen. Nehme ich jetzt das oder nehme ich? Nee, ich finde den schon cooler, oder? Ach, scheiß drauf. Ich hab den jetzt. Dann passt das. Wir gucken mal. Einmal überholen, bitte. Geiler Slide. So, dann ab zurück in unser Anfangsbezirk, in den Außenbezirk, wo die ganzen Leute ja noch nicht so viel Geld haben. Könntet ihr mal, kann ich irgendwie hupen? Ich würde gerne hupen. Ich bin so froh, dass ich das auf Controller umgestellt habe. Danke. Parker Square, hier sind wir schon verbunden. Okay. Juhu. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich finde eigentlich die Fahrsimulation. Habe ich jemanden verletzt? Nein, gut. Doch, habe ich. Habe ich. Ne, der ist noch weggesprungen. Oh, Gott sei Dank. Scheiße. Was sind wir jetzt schon wieder hier? Ich nehme mal eine Abkürzung. Wo es nicht lang geht. Doch, wir können hier durch, oder? Ich sag, wir können hier durch. Ne, können wir nicht. Wir machen einfach mal alles kaputt in der scheiß Nachbarschaft hier. Ich finde, das Fahrfeeling funktioniert voll. Es ist voll gut eigentlich. Meine persönliche Meinung. Weil das einfach realistischer ist, weil du da halt einfach, weiß nicht, diesen Trägheitsmoment mit drin hast. Der wurde ja mal eingeführt, wenn mich nicht alles täuscht, in den Need for Speed Teilen. Und das kam es mir immer so vor, dass sie das so ein bisschen mit erfunden haben. Ich lasse den mal hier stehen, weil ich versuche dann mal, ihr könnt es schon erahnen. Cooles Graffiti. Über den Punkt. Wo geht's denn jetzt lang? Über den Punkt natürlich runterzuspringen, wollte ich erzählen. Den nehmen wir mal runter. Und dann. Ah, da ist noch eine Kamera, cool. Entriegeln einmal. Dann können wir jetzt wieder weg. Entriegeln. Dann haben wir die Tür dann haben wir das Teil geentriegelt, genau. Und dann können wir das. Nee, doch die Tür. So, genau. Und dann hier hoch. Hoch, sagte ich. Hoch, sagte ich. Gut. Und dann runter, oder wie? Dann gehen wir wieder runter. Würdest du jetzt mal. Achso, das haben wir schon gehackt. Hier rein oder was? Nee. Ach da! Gott, ich bin wahrscheinlich so verpeilt. Hui! Cooler Scheiß. Yay, ich habe Belohnung erhalten. Wir haben eine Maschinenpistole freigeschalten. Ein Bezirk freigeschalten. Sind hier unten dann noch Hecken? Wett, können wir da? Was ist das? Erinnerung? Oha, ich mag gerade keine aufwühlenden Erinnerungen. Was ist das? Bargeld. Uff. Ich würde dann gern den nächsten Turm nehmen. Ich würde gern alle Türme nehmen. Ich will die Stadt unter meine Kontrolle bringen. Dann müssen wir wahrscheinlich dann erstmal hier diesen Turm nehmen. Und von hier verschwinden. Einmal hoch. Einmal hacken. Und rüberspringen. Das Auto steht da.
Oh, und es hat aufgehört mit Regnen. Dann nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Und ab dafür! Woo! Gelandet! Achso, der kann man das explodieren lassen. Ich hab voll Bock hier mal ab und zu ein bisschen Chaos. Chaos auszulösen. Es ist so schwierig zu fahren, gleichzeitig zu hacken und dann alles noch im Blick zu haben. Ah, da hätten wir abbiegen müssen. Bei uns ist Bürgermeister Rushmore für ein Exklusivgespräch. Mr. Rushmore, danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch. Das Studio sieht anders aus, seit ich das letzte Mal hier war. Nun, es war ein langer Wandlauf. In der Tat, das war er. Ja. Reden wir darüber. Ihre letzte Amtszeit vor der Wahl war turbulent. Gerüchte über eine außereheliche Affäre und der Stadtrat beschuldigte sie verschiedener Interessenkonflikte. Es ist beides wahr. Bezüglich der Interessenkonflikte, ich wurde entlastet. Sie wurden entlastet, wollte ich gerade sagen. Viele Kritiker kämpften einen langen Kampf gegen sie. Und die Bevölkerungsumfragen standen klar gegen sie. Diese Umfragen sind wie ein riesiges Damoklesschwert. Manchmal quasi direkt auf meinen Kopf. Aber die Umfragen haben sich schnell gesetzt. Das war äußerst ermutigend. Die Wähler sind klug. Sie wissen, dass ich ehrlich bin. Wir machen eine kurze Pause. Bleiben Sie dran. Cool, man hat hier auch einen Nachrichtensender. Das wusste ich gar nicht. Wollte jetzt auch nicht stören hier. Dann steigen wir mal aus, parken unser schönes Auto, was noch total gut aussieht. Total. Amateur-Restaurantkritiker? Das bin ich auch! Hey, Freund! Hausbesetzung ist natürlich auch eine krasse Sache. Antipsych. Mobbing am Arbeitsplatz? Wie, also ist sie mobbt oder was? Aber ich will jetzt nicht Verbrechen-Dings. Ich will hier. Okay, interessant. Ah, da oben! Da! Ich will gern... Mich nicht! Mich wirst du nicht kriegen! Was? Hä? Rennt die vor uns weg, oder? Wo ist jetzt... Ich hab das jetzt gar nicht mitgekriegt. Was ist jetzt hier passiert? Auf wen wurde denn geschossen gerade? Nö, finde ich gut. Ist auch nur ein Beruf. Hat in ein Schneeballsystem. Wie dämlich ist der denn? Testkäufer. So, mit Coupons. Okay. Ah, hier können wir. Guck hier. Können wir schon mal runter? Wie kommen wir jetzt da hoch? Frage. Kommen wir jetzt hier lang? Nee. Kommen wir hier irgendwie lang? Nö. Wir müssen schon hier rum, ne? Oder vielleicht darüber? Genau, darüber. Ach, der zockt gerade. Computeringenieur. Egal. Dann nehmen wir mal den zuerst.
Wie cool das ist. Ich liebe das Spiel jetzt schon. Das ist einfach so lebendig, weil jeder wirklich selbst irgendwie gerendert ist, beziehungsweise nicht mehr gerendert ist, sondern berechnet wird und so weiter und selbst entscheidet, was er als nächstes tut. Und die haben alle, weiß nicht, die wirken alle echt. Wisst ihr, was ich meine? Nein, ich wollte nicht ganz runter. Eigentlich. Ich wollte ja aufs Dach. Komme ich auch nur mit dem Lift? Komme ich da noch hoch? Das muss ich dann so machen. Jetzt da lang. Das ist ja schon deutlich schwieriger. Ich dachte, man kann es auch alles so hacken. Okay. Sehr cool, wie einfach mal. Wie einfach mal verpixelt. Ja, yeah, wir haben den gesamten Bezirk befreit, sozusagen. Bezirk freigeschaltet, yay! Der Bezirk gehört jetzt uns. Und als nächstes können wir jetzt nicht irgendwie... Warum wird mir das nicht angezeigt? Ich raff es nicht. Aber egal, wir haben jetzt hier... eine Tat. Die wir jetzt mal direkt machen werden. Weil ich habe ja gelernt... auf den verschiedenen Events. Eigentlich wollte ich Schluss machen, ne? Ich habe gelernt auf den verschiedenen Events, dass es extrem wichtig ist, dass man die Rufpunkte mitnimmt. Krass. Und dann mal wieder raus hier.